Es gibt einfach nichts Schöneres, wenn die Technik einen Tag funktioniert und am nächsten Tag nicht mehr, obwohl du nichts verändert hast. Naja, willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Ich bin schon hier ein bisschen am Sabbern und genau, wir machen jetzt weiter mit einem neuen Run. Wir hatten ja gestern das Vergnügen mit Sarah und die war ja ein wenig merkwürdig. Und ich merke gerade, dass mein Zettel gar nicht da ist, wo ich sehen kann, was ich noch zu erledigen habe. Wo ist denn der Zettel hin? Geht das nicht mit dieser Mod? Moment mal, ich muss ja mit ihr noch andere Sachen erledigen, wie zum Beispiel Hasch bekämpfen oder so. Das müssen wir unbedingt mal machen. Aber zunächst einmal spielen wir jetzt mit Isaac und schauen mal, ob wir neue Items finden können und vielleicht sogar weitere Geheimnisse. So, einmal reinklicken in das Spiel. Weiter geht's. So, suchen wir jetzt erstmal den Eingang. Der befand sich ja letztens auf der Zweitebene, richtig? Oh mein Gott, das ist hier ein bisschen crazy. Aber sowas liebe ich, wenn du mit einem Gegner ziemlich viele Gegner in den Tod reißen kannst. Das ist cool. So. Hier sind nochmal ein paar nervige Gegner. Gott, die erste Ebene direkt so eine Kellerebene. Das spielt nämlich wieder Todsehen, habe ich das Gefühl. Aber ich lege keine Bombe. Es würde sich anbieten, hier eine Bombe zu legen, aber nein. Wir bewahren das auf. Wir hatten schon oft diesen Moment, wo wir dann mehrere blaue Steine hatten und dann fehlt uns eine Bombe und es war ein trauriger Tag. Es war ein sehr trauriger Tag auf jeden Fall. Für uns alle. Wir hatten dann Albträume. Glaube ich. Hatten wir Albträume? Ich schlafe ja nicht zu meinen Folgen ein. Habt ihr Albträume, wenn mir eine Bombe für einen blauen Stein fehlt? Okay, let's go. Machen wir die Dinger hier kaputt. Da ist der erste Itemraum. So. Weg mit dem Schüssel. Gott, die Räume sind super eklig. Fängt direkt an hier. Mit ekelhaften Räumen. Und dieser kleine Monster, der ist manchmal super verrückt und springt einfach hin und her. So, er mit dem Schlüssel. Was haben wir hier drin? Und es ist ein neues Item. What the fuck? Cool. Was ist das? Spirit of the Patience. Take a moment. Okay, ich warte. Spirit of the Patience. Take a moment. Es sieht auf jeden Fall cool aus und wenn ich mich bewege, schließt sich das Auge. Moment mal. Muss ich stehen bleiben und dann macht es Sachen? Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass hier keine Gegner drin sind. So, weg damit. Blaue Herzchen, die nehme ich noch nicht mit, weil wir vielleicht noch den Zacke-Zacke-Raum auschecken. Oh, da, 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 es schießt. Oh, warte mal, aber wenn ich mich bewege, schießt es nicht. Okay, dann bleibe ich jetzt stehen. Wow, das schießt einfach automatisch auf Gegner. What the fuck? Okay, das ist ein krasses Item. Ist auf jeden Fall besser als... okay, da hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen mithelfen können. So, ist auf jeden Fall besser als... Okay, wie viel Damage macht das? Skaliert es mit unserem Damage? Das ist die Frage. Es ist besser als dieser Kackhaufen, das will ich sagen. Wir nehmen definitiv das hier mit, das hilft manchmal. So, und jetzt habe ich genug Bomben, um diesen blauen Stein zu erreichen. Perfekt, wie viel Leben wir haben. So, mach mal kaputt hier. Ja, und laser sie weg. Sehr schön. So. Das ist ein bisschen nervig. Das dauert immer ein bisschen, bis der Laser attackiert. Genau. Ja, helfen wir mal ein bisschen mit. Okay, hat auf jeden Fall einen Piercing-Shot, nicht wahr? Dieser Laser, der geht durch die Gegner durch. Deswegen wäre es gut, wenn wir die Massengegner damit töten können. Nice, Mann! Die zweite Folge und direkt im ersten Itemraum etwas Neues gefunden. Wow. Glaubt mir wieder keiner, nicht wahr? So, dieser Typ hier zu stehen zu bleiben, ist ein bisschen gefährlich. Aber hier kann man jetzt sehr gut sehen, wie viel Damage das Ding macht. Wie viel Schaden machen meine Tränen? Okay, so viel. Und wie viel macht dieser Laser? Könntest du jetzt bitte stehen bleiben? Okay, könntest du jetzt bitte stehen bleiben? Ja, ich glaube, der Laser macht ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger als ich. So. Go, 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 go. Okay. Oh, was ich mir gestern gedacht habe, ist, dass ich ja eine Glasscheibe bekommen habe nach dem Kampf gegen Isaac aus dem Spiegel. Ich frage mich, ob man immer diese Glasscheibe bekommt oder ob es ein Zufall war und man dort einfach immer ein passives Item bekommt, weißt du? Ja, komm, nehmen wir jetzt mal mit. Minus 3, dauert das vielleicht dann, geht das dann vielleicht schneller, das Aktivieren des Lasers? Oh Mann, neue Items, das macht Spaß. Oh, mit einem Homing-Effekt wäre das bestimmt nice, oder? Spoonbänder, komm schon. Komm schon, Spracherkennung. Erkenne, dass ich Spoonbänder haben will. Spoonbänder. So, wir checken jetzt mal sämtliche Ebenen. Vielleicht sollte ich auch auf der Womp-Ebene alles checken. Es kann sein, dass wir dort den Eingang in der letzten Folge verpasst haben. Und wir könnten ja auch mal in den Dark Room gehen oder sowas. Mann, wir haben noch so viel zu tun. So. Aber ich würde sagen, wir gehen mit Isaac jetzt wieder in die Chest. Aber versuchen auf der Womp-Ebene alles auszuchecken, nicht wahr? So. Oh, ich mag meine Fire Rate. Ich mag sie.
Oh, und der erste Eingang war ja auch im Shop, nicht wahr? Sollten wir dann die Shops lieber auschecken? Fuck, aber ich will meinen Schlüssel nicht verschwenden. Was, wenn da kein Eingang ist? Ich brauche dann für die nächste Ebene eigentlich den Eingang. Er war auf der zweiten Ebene, oder? Hundertprozentig war er auf der zweiten Ebene. Ja, ja, ja. Das war er. Ach du Niete. Mist, oder ist er hier? Ich gehe hier rein. Boah, er ist doch hier gewesen. Boah. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Dann lass mal reingehen. Und hoffentlich viel Spaß haben. Mach das Spiel mal bei mir ein bisschen lauter. Ich höre es nämlich gar nicht. Wir sind jetzt hier im Gletscher. Heißt das Gletscher? Wow, ich dachte, das ist irgendwie ein besonderer Eingang. Okay. Das ist auf jeden Fall ein besonderer Gegner, der sowas hier schießt. Wow, du Arschgeige. Ist das ein schwarzes Kackhäufchen? Okay, hier wird es jetzt ein bisschen eng. Alles klar. Ein bisschen eng wird es hier. Oh, wow. Diese Ebene ist schwer. Und man wird aber mit Items belohnt, glaube ich. Wird man hier belohnt, Mann? Oh, jetzt fehlt uns eine Bombe. Wir werden Albträume haben. Scheiße. So. Und stehen bleiben. Ja, da arbeitet der Laser direkt mit. Ih, was sind das denn für kleine Schneebälle? So. Kann ich vielleicht mit so einem... Okay. Oh, verdammt, den habe ich nicht gesehen. Den Riesenschneeball. Ist auch eine Kunst, den zu übersehen. Okay, ich möchte nicht sterben. Ich möchte definitiv nicht sterben. Komm schon, Laser. Nicht ihn. Den da drüben. Ja, der greift auf jeden Fall den Gegner an, der am nächsten dran ist. So. Und lasern. Nice. Oh, ist dieses Item da nicht super OP mit dem Blatt, das uns unsterblich macht, wenn wir stehen bleiben? Das ist ja dann super OP, oder? Was soll ich denn hier machen jetzt? Wartet mal. Achso, ich kann darüber. Oh, ich dachte schon, das ist ein Abgrund. Gut zu wissen. Da ist wieder ein Blaustein. Verdammt nochmal. Zack. Und weiter geht's. So, weglasern. Was machen die? Im Auge behalten. Ich habe mir die Gegner noch nicht gemerkt. So, den Schlüssel behalte ich aber jetzt erstmal für den Itemraum. Boah, ist dieses Item entspannend. Und das ist bestimmt super OP mit dem Item. Mit Gnawed Leaf heißt das, ne? Gnawed Leaf. Irgendwie sowas. Okay, wir haben hier noch eine Batterie. Das ist sehr, sehr schön. Somit könnten wir dann im Itemraum rerollen und vielleicht nach dem Boss im Devil Deal. Wir werden ja jetzt definitiv Devil Deals bekommen. Oh, oh, diese Dinger hier. Oh, man kann sie kaputt schießen. Und dann kommt der Gegner raus. Muss ich denn alle bekämpfen oder kann ich jetzt hier zum Beispiel drauf scheißen? Den einen hier zum Beispiel. Den attackiere ich jetzt mal nicht. Ich würde gerne einfach mal testen, ob ich die töten muss. Okay. Okay, du spawnst also sowas hier. Sehr gut. Nice. Ich kann einfach hier stehen bleiben. Ich kann einfach hier stehen bleiben. Das ist ja perfekt für große Räume. Und noch ein Schlüssel. Oh, sieht das gut aus. Vielleicht bekommen wir noch eine Hanged Man-Karte. Auf Wiedersehen. Tschüss, 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 tschüss. Und hier haben wir einen Kampfraum. Da gucken wir definitiv rein. Was macht ihr so? Ihr spawnt etwas. Da wird irgendwie eine kleine Schneeflocke auf mich geschossen. Crazy. Na, aber die kann man easy töten. Die kann man easy töten. Die kann man one-hitten. Kein Problem. So, wir wurden auch noch nicht verlangsamt. Ich habe nicht ganz gecheckt, was in der letzten Folge uns verlangsamt hat. So, ja genau, lass uns in den Kampfraum rein und wir kriegen eine normale Kiste, mache ich. Für ein bisschen Geld, das lohnt sich dann, den Shop auszuchecken. Uiuiuiuiui, okay, euch kenne ich. Ihr seht nur ganz anders aus. So. Gut, helfen wir damit mal mit. Unsere Fire Rate ist halt ziemlich nice. Deswegen lohnt sich das schon, damit zu kämpfen. Was kommt jetzt? Uiuiui. Okay. Okay, kam schon platt. Och, du Schwein. Kohle. Ja, das ist die Frage. Womit skaliert dieses Item alles, ne? Skaliert es mit Kohle? Skaliert es nicht mit Kohle? Skaliert es mit Spoonbänder? Skaliert es mit Damage? Müssen wir alles noch rausfinden. Leider habe ich noch kein Damage abgefunden, was mich sehr traurig macht. Ich gehe hier rein. Ich riskier's. Ich riskier's, Mann. Vielleicht kommen wir jetzt sogar in den Devil Deal und danach nochmal nach dem Bosskampf in den Devil Deal. Das wäre cool. Leider hat es nicht geklappt. So, wo ist der Itemraum? Da ist der Itemraum. Wir müssen unbedingt noch den Spiegelraum finden und dafür bräuchten wir auch eine Bombe. Scheiße! Jetzt fehlen uns natürlich die Bomben. Mist! Oh oh, heilige Kacke! Okay, die verlangsamt mich auf jeden Fall. Oder verlangsamt mich da etwas auf dem Boden? Oh, Hoden. So, okay, was gibt's hier? Feuer kann ich nicht ausmachen. Gut, gehen wir hier rein. Hallo? Oh, Curse of the Blind schon wieder? Moment mal, hatten wir nicht letztens hier auch Curse of the Blind? Hat man auf dieser Ebene immer Curse of the Blind? The Game Kit? Hm. Nee.
Oder wartet mal, ich behalte es nochmal. Vielleicht haben wir hier ein Arcade Room oder sowas. Oder eine Blood Donation Machine, kann ja alles sein. Sehr gut. Okay, hier haben wir eine Bombe, aber ich habe immer noch nicht diesen Raum gefunden. Ja, lass uns mal hier rerollen. Und das ist Ank, Eternal Life. Hey, wir können als Blue Baby wiederkommen. Wow. Scheiße, Mann. Gut. Hier ist ein blauer Stein. Ich gehe auf jeden Fall einmal kurz in den Shop rein. Vielleicht ist da der Glasraum? Nee, ist er nicht. Aber wir könnten uns hier noch ein blaues Herzchen holen. Das hole ich mal. Und vielleicht noch einen Schlüssel. Ist ganz gut. Sehr schön. Behalten wir das mal so. Und ich spreng... Wobei, vielleicht ist er im Bossraum, dieser Glasraum. Ich weiß es nicht, Mann. Oder im Devil Deal oder sowas. Und ich will definitiv die Batterie mitnehmen. Definitiv. Definitiv, definitiv. Und dann gehen wir nochmal zurück und schnappen uns dann die ganzen blauen Steine. Oder den einen blauen Stein. Wir haben leider nur eine Bombe. So. Ach, diese blöden Spinnnetze. Geht weg. Let's go. Ach, so viele Steine. Verdammt nochmal. Ich glaube, den hole ich mir sogar. Wir kriegen dann ein paar extra Münzen. Let's go. Wer ist der Boss? Es ist Mon Snow. Wen haben wir letztens bekämpft? Ich habe vergessen. Ah, letztens haben wir dann nicht Mon Snow bekämpft, sondern eine Version von Goody, ne? Okay, sehr schön. Mon Snow. Boah, sieht cool aus, Mann. So stehen bleiben, weil ich gesehen habe, dass wir da nicht getroffen werden. Sehr gut. Ach du Scheiße. Nein, ich will den Devil Deal haben. Ich will den Devil Deal haben. Weg, 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 weg. Was macht denn Mon Snow für eine Scheiße? Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Ach du Scheiße. Okay, weiter. Go, 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 go. Attackieren, attackieren. Mann, hätte ich gewusst, dass hier keine Tür ist, hätte ich mir auf jeden Fall die Scheiße da geholt. Könntest du bitte Mon Snow attackieren? Attackier Mon Snow. Der soll nicht rollen, Mann. Ich habe Angst. Der soll nicht rollen. Mann, die Sitter. Oh Gott. 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 Uff. Wir haben den Devil Deal bekommen. Yes. Sehr schön. Was haben wir hier? Polydactyly. Schon wieder. Wir können jetzt da irgendwie Sachen halten. Und... Ja, gehe ich jetzt auf Devil Deals? Ich gehe mal auf Devil Deals, oder? Ich gehe mal auf Devil Deals. Ich nehme die Sachen einfach mal mit. Vielleicht reroll ich auch. Ah, ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. Da ist bestimmt etwas Cooles drin, oder? Da ist bestimmt nichts Cooles drin. Es ist das Necronomicon. Okay. Und einmal das Pentagramm. Das ist gut. Das Necronomicon. Rerollen wir. Und bekommen The Book of Sin. Eine Batterie jetzt? Ah, oh, leider nicht. The Fool. Ist ganz nett. Ja, wir haben zwei Bücher für die Transformation. Vielleicht schießen wir da noch zwei Laser. Wer weiß, ne? Nehme ich überhaupt auf? Ich nehme auf. Gut, vielleicht schießen wir zwei Laser. Paralysis. Gut, genießen wir das einmal ganz kurz hier. So, dann lass uns mal das hier aufspringen. Vielleicht bekommen wir noch ein paar extra Bomben. Okay, blaue Herzchen und Luck Up. Das ist doch schön. Gut, auf dieser Ebene, ja, mehr können wir nicht holen. Die goldenen Kisten, da kommen wir leider nicht ran. Das heißt, ab in die nächste Ebene. Auch kein Glasraum bekommen. Scheiße, Mann. Oh, Moment, es gibt ja eine zweite... Wo? Guck mal, da steht nichts. Wartet mal. Sind wir nicht beim letzten Mal rausgekommen? Direkt? Beim letzten Mal sind wir doch direkt... Ach du Scheiße, ich bin so verlangsamt. Wieso bin ich verlangsamt? Ich check das nicht. Hä? Okay, ich bleib einfach hier stehen und töte die. Moment mal, auf der... gestern sind wir doch, hatten wir doch nur eine Schneeebene und sind dann rausgekommen, nicht wahr? Oh, muss man Glück haben, oder was? Und jetzt habe ich wieder Pech, weil der erste nicht aufgetaucht ist und ich muss dann halt Glück haben, dass zweimal diese Ebene auftaucht, um beide Splitter zu bekommen. Gibt es überhaupt zwei? Gibt es nur ein? Gibt es drei? Oh, okay, hier ist eine Batterie, also zwei Batterien, das ist schon mal sehr geil. Das ist schon mal tutti frutti. Und jetzt Attacke, Attacke, Attacke. Oh mein Gott, vielleicht setze ich The Fool ein? Setze ich The Fool ein? Der ist krass. Der ist krass, der Typ. Oh, scheiße, Mann. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, warte, wenn ich stehen... Ich kann schießen. Oh, ich dachte, ich darf nicht mal schießen. Ich darf mich nur nicht bewegen. Ah, oh mein Gott. Okay, okay. Ich dachte, ich darf mich gar nicht bewegen, also nichts machen. Okay. Das ist ja cool. Oh, verdammte Scheiße. Jetzt mache ich das zu Ende. Jetzt mache ich das zu Ende. Wenn schon, denn schon, Mann. Wenn schon, denn schon. Verdammte Scheiße. Go, go, go. Schieß, schieß, schieß. Das ist ja... Jetzt ist das Item noch besser. Sehr gut. Na, tut mir leid. Das habe ich jetzt nicht gecheckt, ne? Das habe ich nicht gecheckt. Ihr Profis da draußen, die alles sofort checken. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht so göttlich bin wie ihr. So. Falls es da einige Beschwerden gibt, schon mal im Vornherein. Okay, da ist Feuer. Ich meine, kann ich... Ah, ich führe...
Ich muss an Feuerstellen bleiben, weil wenn solche Räume mit viel Schnee da sind... Oh, da ist ein Super Rock. Dann friere ich ein. Ich muss in der Nähe von Feuerstellen bleiben. Jetzt check ich's. Was haben wir hier? Lokis Dinger. Ehrlich gesagt nicht so geil, aber was, wenn wir... Ey, aus dem normalen Rock... Warte mal, aus dem Super Rock wurde ein normaler Rock? Stopp, nein. Okay, ich check das jetzt, ne? Guck mal. Das heißt also, okay, und dieser Bereich, der friert auch ein. Interessant. Oh, stimmt ja, der macht ja sowas. Moment mal, ich weiß nicht, ob ich Loki Horns mitnehme, weil es kann auch sein, dass die super cool funktionieren mit dem Laser, aber vielleicht auch nicht. Es wäre interessant zu wissen. Wir sollten ein bisschen herumexperimentieren. Und hier ist ein Spiegelraum. Da gehe ich gleich rein. Da gehe ich gleich rein. Und diesmal brauchen wir nicht mal aufschießen. So. Oh, gibt es hier eigentlich eine neue Challenge? Das wollte ich nochmal nachgucken. Sehr gut, einfach stehen bleiben und schießen. Keine Bombe leider. Oder, oh mein Gott, dieser Raum hier. Scheiß die Wand an. Okay, stehen bleiben, bisschen den Laser machen lassen. Sehr gut. Oh, der ist so gut, der Laser. Ich freue mich richtig darüber. Ja, geh kaputt, ich mach dich einfach auch kaputt. Oh, das sind aber ganz schön viele. Okay, kam schon Laser Reno. Ohne dass ich hingucken brauche, zerstört er einfach alle. What the fuck, wie krass. So. Ohne dass ich hingucke. Bye, bye. Noch ein Schlüssel, das sage ich auch danke für. Und hier checken wir definitiv den Shop aus und bekommen leider nur Greed. Wie langweilig. Komm schon, Laser Reno. Mein Blatt. Ja, ist ein bisschen gefährlich, ne, stehen zu bleiben. Aber wie gesagt, ich würde jetzt super gerne Gnord Lee finden, Mann. Nehmen wir Lucas Horns mit oder nicht? Das ist die Frage. Okay, was gibt's hier? Okay, es schneit nicht krass. Das heißt also, hier werden wir nicht eingefroren. Jetzt, das ist ein gutes Gefühl, wenn es Klick macht. Und ich hoffe, ich liege richtig. Schon wieder ein Blaustein. Okay, wir brauchen definitiv Bomben. Definitiv, gib mir Bomben. So. Oh, scheiße, der hat ja geschossen, stimmt ja. Fuck, Mann. Und ich stehe da einfach nur rum wie eingefroren. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ist ziemlich... Okay, wir haben zwar noch ein Leben, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht als Blue Baby spielen. Wow. Wie krass sind die denn, Mann? Eieiei, ich check gar nichts mehr. Hey, da sind Bomben, aber ich komme nicht dran an die Bomben. Ich brauche Bomben, um an die Bomben zu kommen. Verdammt. Eine Cage Room. Okay, interessant. Ja. Spielen wir mal kurz dran. Bisschen extra Money machen. Oh ja, das ist schönes extra Money. Vielleicht könnte ich auch an denen spielen, um Bomben zu bekommen. Ja, wir müssen uns aber auch beeilen, um Hash zu erreichen, ne? Wir müssen definitiv in dieser Map Hash nochmal auschecken und Delirium. Das machen wir dann in den nächsten Runs, okay? Da beeilen wir uns ein bisschen. Vielleicht mache ich dann auch nicht diese Ebenen und versuchen den Boss Rush zu erreichen, Hash und Delirium. Ah, keine Bombe, verdammt nochmal. Das könnte aber Explosive Diarrhea sein. Oh, hier muss ich jetzt an den Feuerstellen stehen. Hier muss ich an den Feuerstellen stehen. So. Das habt ihr mir sicherlich auch in den Kommentaren geschrieben, aber ich wollte das Ganze jetzt erstmal selber rausfinden, ne? Nicht die Kommentare auschecken, komm schon, lieber Laser. Danke. Schon wieder keine Bombe. Wir müssen definitiv an den Automaten spielen, in der Hoffnung, dass wir Bomben kriegen. Scheiße, okay, let's go. Ein bisschen Geld haben wir, ja? Ein bisschen Geld haben wir. Was bist du für ein böses Ding? Okay, ich check gar nichts. Sieht super merkwürdig aus, wie du schießt. Okay, wieder nur einen Schlüssel bekommen. Nur Schlüssel, 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 Schlüssel. Okay. Dann lass uns mal hier dran spielen und hoffentlich Bomben bekommen. Let's go. Das wird schon, das wird schon. Wir kriegen Bomben. Da, da, da. Guck mal, wir haben einen Lack von 1 und wir kriegen Bomben. Yes. Oh, oh, nochmal, bitte, bitte, bitte. Oh, ja. Oh, okay. Sehr geil, sehr geil. Das Herzchen, ja? Gib mal her, dann kann ich auch dran spielen. Oh, sogar ein blaues. What the fuck? Wie viel Glück habe ich denn? So. Ja, weg mit der Fliege. Dumm-di-dumm-di-dumm. Zack, zack. Ja, noch eine Fliege ist nicht so schlimm. Also, wir haben schon mal 3 Bomben. Das ist mehr als genug. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ja, ich weiß nicht, ob ich die lieber... Nee, ich spreng die, glaube ich, nicht. Relax ist das. Okay, hier kriegen wir ein paar... blaue Kackhäufchen. Und das ist Paralysis gewesen, genau. Dankeschön für das Geld. So. Ah, kriegen wir keine Bomben mehr? War genug Glück am Anfang, nicht wahr? Okay. Noch ein paar Herzchen. Okay, erstmal das halbe mitnehmen. Komm, gebe ich dir noch eine. So. Vielleicht bekommen wir einen Dime oder sowas. Okay, so. Spiel weiter. Zack. Geben wir nochmal dem Automaten links auf jeden Fall was.
Haben wir ordentlich Geld bekommen, sehr schön. Nur eine Fliege. Komm schon, komm schon, komm schon. Papa braucht neue Schuhe. Komm schon. Wow, okay, damit kann ich mir definitiv Schuhe kaufen. Yes, wir haben Luck abbekommen, sehr schön. Da erhöht sich die Drop-Chance hoffentlich, schätze ich mal. Ich meine, da was gehört zu haben. Drop-Chance erhöhen, dies, das. Ja, Schlüssel, davon habe ich genug, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ja, die Bomben, das bringt jetzt nicht so viel daran zu kommen. Außer hier könnte der Geheimraum sein und ich verschwende ja keine Bombe so gesehen. Sehr gut, nehmen wir mit und vielleicht sind hier unendlich Bomben. Eine Batterie, okay. Dann lass uns jetzt mal sämtliche blaue Steine suchen. Wo waren die? Wo waren die blauen Steine? Hier war eine Steinkiste und da oben ist ein blauer Stein, let's go. Nehmen wir mit. Yep, ein blaues Scherzchen, um ein bisschen safe zu sein. Okay, und jetzt schnappen wir uns definitiv das hier. Ich sag definitiv zu oft definitiv in letzter Zeit. Okay, Geheimraum vielleicht. Oh, leider nicht, aber eine billige Karte. Strength, na gut, könnte cool sein. Okay, lass uns Lokis Horns mitnehmen und hoffen, dass das irgendwie cool ist. Genau, hier ist noch ein blauer Stein, den holen wir uns auch. Okay, nur ein paar blaue Herzchen. Na gut, das war's dann. Nehmen wir uns das hier mit. Ist nur schade, wir haben sehr viele Batterien, nicht wahr? Aber ich würde gerne wissen, ob wir dann auch in alle Richtungen lasern. Das wäre cool zu wissen. Und wenn wir noch ein bisschen Luck abbekommen. Oh ja, lass uns das machen, genau. Oh nein, man braucht dafür eine Bombe. Oh, ich dachte, die Tür ist offen. Oh nein, ich dachte, die Tür... Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Wen haben wir als Wurf? Es ist Stalag. Den kennen wir. Das war der. Diesmal in einem größeren Raum. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Okay, Lokis Horns funktioniert definitiv nicht mit diesem Item. Oh nein, man braucht dafür... Nein! Oh, ich dachte, die Tür ist offen. Die sah so offen aus. Oh mein Gott, du bist krass. Alter Schwede, schön in Bewegung bleiben, schön in Bewegung bleiben. Puh, Stacheln, Stacheln, Stacheln außerhalb des Raumes, genau. Und jetzt läuft er einem hinterher und spuckt ein bisschen. Oh mein Gott! Man darf sich... Oh, ich werde zurückgedrängt, er pustet! Okay, wir haben eine Hundefutter. Scheiß die Wand an, scheiß die Wand an. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das sind Bomben, gib mir diese Bomben. Okay, folgendes. Ja, bekommen wir hier was Gutes? Nein, wir kommen zum Glück bekommen wir nichts Gutes, denn ich habe jetzt eine Idee. Oh, das bleibt offen, scheiße. Okay, nach meiner Idee könnten wir es machen. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe noch ein bisschen Leben, das könnte ich opfern, um mir Bomben zu holen. Das ist noch nicht verloren hier, noch nicht verloren. So, lass uns nochmal in den Arcade Room gehen. Sind da noch rote Herzchen drin? Leider nicht. Da oben liegen noch rote Herzchen. Okay, wir kriegen schon irgendwie Bomben. Wir kriegen schon irgendwie Bomben. Ja, das kriegen wir. Genau. Let's go. Spielen wir mal. So. Da, seht ihr, ein bisschen Geld. Das ist doch schön. Und jetzt setzen wir Strength ein für noch ein bisschen Geld. Hoffentlich. Ja, genau. Schön, schön. Und jetzt haben wir so ein paar Münzen. Und jetzt müssen wir einfach nur hoffen, dass wir eine Bombe bekommen. Eine einzige. Eine einzige klitzekleine Bombe. Das ist ein Schlüssel. Scheiße. Oh. Okay, wir könnten nochmal Geld machen. So. Ah, okay, das ist jetzt nur die alles entscheidende Münze, was? Ha? Oh, oh Gott, das ist... Komm schon, komm schon. Nein, das Casino hat gewonnen. Ich könnte jetzt... Oh, ich könnte jetzt auch die ganze Zeit dran spielen. Und dann das Blue Baby wiederkommen und das ist ein Scheiß. Okay, wir haben hier noch Leben gehabt. Definitiv. Okay, so. Definitiv, was ist denn los? Wo habe ich das Wort aufgeschnappt? Das wird wieder eine sehr lange Folge, habe ich das Gefühl. Oder wir sterben sehr früh. Naja, schauen wir mal. So. Okay, zack. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen nicht gut. Okay, okay, okay. Let's go, komm, gib Bomben. Ha, ein Herzchen ist auch ganz nice, wenn du jetzt mir eins geben würdest vielleicht. Das ist ein Schlüssel. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Okay, zwei Münzen bekommen, das ist gut. Oh, nein, 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 nein. Nicht das hier. Du droppst mir das jetzt nicht, bitte. Jetzt hat er aber mein Geld gefressen, Mann. Okay, das ist eine Münze. Gib mir ordentlich einen Dime oder sowas. Ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Könntest du mir jetzt vielleicht irgendwie etwas droppen? Okay, ein Herz vielleicht. Ich mach mal von links. Das gibt's doch nicht. Bring ich mich um? Bring ich mich um? Bring ich mich um? Bring ich mich um? Ich bring mich nicht um, oder? Ich bring mich um. Ich bringe mich um. Okay, das hat ordentlich Geld gegeben. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein paar Herzchen, die wir opfern können.
Gut, let's go. Nein, nichts getau, nichts getau, nichts getau geben. Nein, 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 no, no, no. Also ein Schlüssel, okay, das ist, ich meine, etwas, okay, irgendwie, je mehr Lack wir haben, desto mehr Pech haben wir, habe ich das Gefühl. Okay, Schlüssel, gut, danke, aber die machen nicht Bum-Bum. Ich will Bum-Bum. Oh, das gibt's doch nicht, komm, 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 komm. Ja, ja, bitte, 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 bitte. Das gibt's doch nicht. Ach. Das ist unglaublich, wie ich jetzt hier fertig gemacht werde von dem Spiel. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das ist schon wieder Sketau, Mann. Ah, krieg ich nicht mal. Ich krieg nicht mal Sketau. Ah, jetzt vielleicht? Oh mein Gott. Ich werde sterben. Ich werde diesen Run nicht überleben. Ja, schön. Eine Fliege. Das überrascht mich jetzt aber extrem. Hey, Luck Up. Vielleicht bringt uns das ja was. Vielleicht eine Luck Up zu haben. Oh mein Gott. Macht Tiers ab. Naja, gut, dann ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe meinen Fehler versucht wieder gut zu machen. Und leider haben wir es nicht geschafft. Und deswegen gehen wir jetzt einfach irgendwo. Oh, hier könnte noch Geld drin sein. Vielleicht können wir damit dann ein bisschen spielen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Tatsächlich ist hier ein bisschen Geld drin. Leider kommen wir nicht an diese Bombe. Und ist das die alles entscheidende Münze? Hey, wir bekommen Leben. Cool. Oh, jetzt bekommen wir sogar rote Herzchen. Schön von dir. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und ich hasse mich. Ah. Na gut, ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, was wir überhaupt mit dieser Glasscherbe machen sollen. Aber vielleicht wäre das der Run gewesen. Ah. Scheiß die Wand an. Na gut, jetzt haben wir 1,5 Herzchen. Spielen als Blue Baby. Und sind voll im Ass. Denke ich mal. Oh, wir gehen hier nochmal Rerun. Vielleicht bekommen wir Abaddon oder sowas. Nee. Schade. Oh, es bleibt immer noch offen. Schön. Gut, weiter geht's. Kommt jetzt so die nächste Gletscherebene oder was? Ist das verbuggt und ich bekomme jetzt nur noch Gletscherebenen? Nee, das ist eindeutig die Flooded Caves 2 Ebene. Schön. Dann lass uns jetzt mal aufpassen und nicht sterben. Das wäre vielleicht jetzt eine gute Idee, oder? Let's go. Wir haben eine gute Fire Rate. Ich glaube, der Laser schießt auch schneller. Schießt er schneller? Ich weiß nicht. Kommt mir gerade so ein bisschen vor. Hm, rote Kisten, die uns hoffentlich etwas geben. Wie zum Beispiel eine Superform. Okay, aber das ist, glaube ich, der nur einfach nur Spinnen spawnt, ne? Genau, du bist gar nicht mal so schlimm. Aber du bist etwas schlimm. Ja, du bist etwas schlimm. Du nervst mit deinen Spinnen, warte mal. Okay, ein paar Fliegen, interessant. Aber ich glaube, ich port mich raus, falls jetzt hier genau der Typ auftaucht. Ich port mich hier raus, denke ich. Ja, ich bin weg hier. Ich bin weg hier. Aber wir haben dort Batterien, die wir nehmen können im Nachhinein. Das ist schön. Junge, ich will die Superform aushalten. Damage von 5 haben wir auch nur. Relax. Oh, Mist. Ich wollte eigentlich weglaufen, weißt du? Dann kannst du mehr Kackkäufchen legen, aber irgendwie wurde ich da gefangen. Okay, ich bin ein bisschen angespannt. So. Ich würde gerne noch ein bisschen mit diesen Run hier überleben. Nur noch ein bisschen. Und könntet ihr aufhören, so viele Superformen hier zu platzieren? Meine Güte. Das ist angsteinflößend. Ja, ich glaube, je mehr Tiers ab wir haben, desto schneller triggert es auch den Laser. Ach du heilige Scheiße. In so eine. Oh mein Gott, solche Räume sind cool, oder? Solche Räume sind legal, ja? Solche Räume sind legal, ja? Cool, cool, cool. Wurde ich da erwischt gerade? Ich habe komisch geleuchtet, aber ich habe kein Leben verloren. So. In so einem Raum habe ich mal meinen Streak verloren. Und der kam aber irgendwie auf der zweiten Ebene schon direkt. Ohne dass ich mehr Damage hatte. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ich möchte Mitleid von euch. So, komm schon, lieber Laser, tötet. Jawohl. Was haben wir hier? Ich setze sie ein. Das ist Verb. Ich krieg meine Pille wieder. Relax. Yes. Machen wir mal kaputt. Ich hoffe, wir kriegen das Kackhäufchen, womit ich aus Kackhäufchen bessere Sachen bekomme. Aber leider haben wir es nicht bekommen. So, was gibt's hier? Itemraum vielleicht? Okay, der Shop ist hier. I like. Sehr gut. Ja, gegen diese Fliegen ist der Laser wirklich, wirklich stark. Muss ich nur aufpassen, wenn wir so einen Raum betreten, wo nur so ein dünnes Steg ist, weißt du? Das wird vielleicht ein bisschen heftig. Ey, more options und sowas. Cool. Ich hätte jetzt vielleicht gerne mein ganzes Geld wieder, das ich investiert habe, in nichts. Ah, deprimierend. Deprimierend, dieser Run. Aber gut, so ist Isaac manchmal. Gestern hatten wir eine Kackwurst und haben den Run geschafft.
Gestern haben wir Kackwürste geschossen. So, sehr schön. Ah. Brauchen wir nicht. Hey, ein bisschen Geld. Okay. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Geld bekomme. Ich will ja jetzt nicht geizig werden, aber ein bisschen mehr Geld wäre schon drin, oder? Ein bisschen mehr Geld ist schon drin, oder? Komm schon. Na, komm. Wie viel hältst du denn aus, Mann? Sehr gut. Es plumpst nichts raus. Ah, der Itemraum. Sehr gut. Habe ich schon erwähnt, dass das sehr gut ist? Ich wiederhole öfters Wörter, wenn ich aufgeregt bin und angespannt. So. Was haben wir hier? Es ist Dunze. Nee, danke. Nee, auch nicht, nee, danke. Ja, ich hätte vielleicht erstmal mir Golden Options holen sollen, nicht wahr? Aber scheiß drauf. Oh, hier ist eine Bombe gedroppt. Zwei sogar. Das ist ja schön. Das ist ja schön, nicht wahr? Ich hoffe, die werden nicht getriggert. Okay. War mir kurz unsicher, ob die getriggert werden, wenn man Batterien aufhebt. So. My Reflections? Nee, das ist total kacke. Nee, My Reflections nehme ich nicht mit. Nein, danke. Devil Deal Chance ist auch nur 36%, ne? Ach. Okay, gab's hier einen blauen Stein? Ich glaube, hier gab's einen blauen Stein irgendwo, oder? Verdammt nochmal, hab's vergessen. Hey, Piggy Bank. Aha. Interessant. Ja, lass uns erstmal ganz kurz die ganzen Räume clearen. Vielleicht finden wir noch ein paar Bomben oder sowas. Cooler Raum, wer kam auf die Idee? Cooler Raum, echt. Echt tippity top. Pass auf, wir könnten hier versuchen, den Magic Mushroom vielleicht zu bekommen. So. Okay, was ist das hier? Das ist Strength. Interessant. Ich nehme, denke ich mal, das hier mit. Ja, doch, ich möchte ein bisschen auf die sichere Seite. Nur ein bisschen. Und blaue Steine. Haben wir blaue Steine gesehen, frage ich mich jetzt gerade. Blaue Steine hier dran vielleicht? Nope. Gut, lass uns das mal mitnehmen. Erstmal den Boss machen. Vielleicht kriegen wir sogar einen Deal und können dort dann hoffen auf Abaddon und so ein Stuff. Hört auf, an mir zu saugen, ihr Mistviecher. Und dann schauen wir mal, wie der Run sich noch so entwickelt, ha? Let's go. Stehen bleiben. Upp, doch nicht stehen bleiben. Okay, noch ein Schlüssel. Gut, ich habe ziemlich viele Schlüssel. Big Horn. Oh, das ist ja wie gestern. Was ist mit der Musik los? Ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Bin mir aber unsicher. Oh, weg. Ich glaube, irgendwas stimmt mit der Musik nicht. Ist ein interessanter Remix, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen so, weiß ich nicht, Techno, nicht wahr? Okay, ich dachte erstmal, irgendwie ist mein PC jetzt abgestürzt, aber man hört ja die restlichen Sounds gut. Nur ist die Musik scheiße. Und ich hoffe, das wird noch gefixt. Wenn das jetzt nicht gefixt wird, das wäre scheiße. Ehrlich gesagt. Das wäre ziemlich kotig. So, jetzt stirb bitte. Jawohl, na, zeig mir deine Hände. Hey! Jo, nehmen wir das mal mit. Hier haben wir 9 Leben und Guppys Paw und hier noch ein Guppy-Item. Schade. Okay, dann nehme ich mal 9 Leben mit. Mhm. Ja, mitnehmen bitte, danke. So. Funktioniert das eigentlich? Ich würde das gerne mal testen, wenn ich das jetzt nehme und Strength einsetze. Dann lebe ich ja wieder. Genau, so kann man Devil Deal Items stibitzen. Dafür brauche ich ein ganzes rotes Herzchen, aber ich nehme es trotzdem mit, weil der Devil Deal eh nicht offen bleibt. Er bleibt offen. Egal, ich habe eh keine Batterien mehr. Piggy Bank war da oben, nicht wahr? Ja, sollte ich, denke ich, mal mitnehmen. Man weiß ja nie. So, let's go. Nehmen wir das mal mit. Zack. Okay. So, einmal hier dran vorbeischleichen und weiter geht's. Mein Gesicht sieht total abgefuckt aus, Mann, wegen diesem Joystick-Item. Okay, sind wir ready? Wir sind ready, nicht wahr? Let's go, ab in die nächste Ebene. Wir haben 9 Leben, das ist schon mal sehr, sehr viel wert, Mann. Das ist sehr, sehr viel wert. Ich werde jetzt auch nicht die Womp-Ebenen auschecken, denke ich mal. Ich glaube, die Womp-Ebenen und so muss ich mit Azazel machen. Wir müssen mal den nächsten Azazel-Run machen, oder? Womit ich dann alle Räume schnell abchecken kann. Weil sonst dauert das Ewigkeiten, bis ich hier fertig bin. Das dauert sonst Ewigkeiten. Uiuiui. Okay. Nice. So, das F. Oh, den schiebe ich jetzt auf jeden Fall zu den Holzdingern da oben. Flups. Chaps, flaps. Na komm. So. Na, schieb die Scheiße. Okay. Und?
Kriegen wir noch eine Bombe direkt? Nein, leider nicht, sonst hätten wir direkt da weitersprengen können. So, weiter geht's. Step 1. Ein bisschen Speed-Up wäre nicht schlecht, aber ich will mich ja nicht beschweren. Doch, eigentlich schon. Eigentlich würde ich mich schon sehr gerne beschweren. Emperor. Okay, das erleichtert einiges. Eine Bombebene. Und noch eine Batterie. Das ist sehr schön. Und Schlüssel haben wir auch genug. Was haben wir hier? Rote Kisten? Ah, die 3. Die 3 rerollt, was alles auf dem Boden liegt, nicht wahr? Nee, da würde ich meine Batterien gerne behalten erstmal. Holy moly. Das war abgefahren. Oh, da sind sie so eingesogen worden von dieser Statue und haben mich getroffen. Ziemlich krasser Trickshot. Ziemlich krasser Trickshot, ehrlich gesagt. So, stehen bleiben und zerstören. Ja. Weiter geht's. Ah, da ist der Shop. Sehr gut. Wir haben sogar ein bisschen Money. Vielleicht könnten wir da etwas holen. Vielleicht ist etwas Cooles im Angebot. Leider haben wir keine Golden Options, aber naja. So. Was haben wir hier drin? Okay, Hive Mind. Ich bereue es meistens. Meistens denke ich, ja, ich brauche kein Hive Mind. Und ein paar Ebenen später habe ich dann plötzlich... bin ich Guppy. Aber scheiß drauf. Guppy alleine ist auch schon stark genug. Wir brauchen jetzt kein Hive Mind. So. Schön stehen bleiben. Und weglasern lassen alles, die ganzen schlechten Tattoos hier. Dum, 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 dum. Oh, sieh an. Ein Baustein. Der wird auf jeden Fall gesprengt. Oh, ich wollte eigentlich den... Gegner mitsprengen. Aber so geht's natürlich auch. Auf Wiedersehen. Ein halbes rotes Scherzchen braucht niemand hier. Das braucht niemand. So, wir sind auf der Depth 1 Ebene. Das heißt, wir können jetzt hier den Boss mal bekämpfen und hoffentlich einen Deal bekommen. Bis jetzt hatten wir sehr viel Glück mit den Deals. Autsch, das war sehr schnell. Das war voll schnell, Bruder. Ich kann gar nicht ausweichen. So, komm schon. Na komm, spawn doch mal hier deinen Kollegen. Dein Kollege explodiert. The Halo. Das passt, Mann. What the fuck? Jetzt haben wir eine Krone und hier The Halo und das sieht ja voll cool aus. Voll nice, Mann. Ich finde Blue Baby mit The Halo auch ziemlich nice. Diesen gelb-blauen Kontrast ist irgendwie, der ist irgendwie cool, oder? Okay, wir haben... Achso, wir hatten eine Bombe. Wir hätten doch die Tür aufmachen können, aber scheiß drauf. So, wo ist der Itemraum? Wir können sehr, sehr oft rerollen. Und den Damage-Up sieht man auch schon so ein bisschen. Hey, eine Kiste in der Kiste. Kleine Matroschka. So. Genau. Komm runter. Ja, fein. Ah, hierfür sind die perfekt, oder? Der Laser ist hierfür echt perfekt. Einfach weglasern lassen. Plop, plop, plop. Na, hierfür ist er bestimmt auch perfekt, wenn er ein bisschen schneller schießen würde und besser treffen würde. Aber hey. So. Ja, das Item ist echt gut, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass im nächsten Booster Pack dieses Item mit reinkommt, oder? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Dum-di-di-di-di-di-di-di. Hopp, ausweichen. Sehr gut. Da, ouch. Okay, ich habe nur noch ein halbes Herzchen. So viel weiß ich. Oh, guck dir das ganze Geld an. Hätte ich gerne auf der letzten Ebene. Gab's im Shop eine Bombe? Weil die würde ich dann auch gerne auschecken. So. Okay, wir können auf jeden Fall ein bisschen Zeit sparen und eine Womp-Ebene überspringen. Ich mache direkt die nächste Womp-Ebene, weißt du? Einfach um ein bisschen Nerven zu sparen. So, meistens spare ich die Emperor-Karte und dann findet man noch eine Emperor-Karte und denkt sich, fuck, hätte ich die Emperor-Karte vorher eingesetzt. Oh yes, wir kriegen die Transformation. Sehr geil. Und wir können sogar hier ganz oft rerollen, nur müssen wir voll weit hin und her laufen. Egal. Let's go. Vielleicht kriegen wir sogar Items. Vielleicht können wir so krass rerollen, dass wir Items bekommen. Wir müssen die aber aufheben. Mal gucken. Okay, alle Bücher aufheben. Genau. Wir hatten ja auch schon einige. Es fehlt noch How to Jump und... ich glaube, das... Buch, das uns Telepathie-Tränen gibt, ne? Erstmal checken wir ganz kurz das hier aus. Wir haben hier... Was ist das? Neues Item. Sehr gut. Glaube ich. Tummy Bug. It's moving. Wo? Wo ist es? Wo moved es? Ist es jetzt in mir? Was passiert mit mir? Muss ich getroffen werden? Ich muss bestimmt getroffen werden. So, nehmen wir die Batterie mit. Ich muss ganz bestimmt getroffen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Eigentlich wäre auch das Book of Revelations cool gewesen, aber scheiß drauf. Oh ja, hier nochmal das Satan-Book. Book. Sehr gut, das Telepathie für Dummies. Und How to Jump fehlt noch. Und ich glaube, dann hatten wir alle. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich gehe mal hier rein. Aloha. Oh, kriegen wir doch noch eine Joker-Karte? Das wäre cool. Sehr gut, weg mit dem Mist. Two of Hearts. The Fool. Ja, setzen wir ein, The Fool. Okay, wir kommen da oben nicht rein, weil uns eine Bombe fehlt. Hier drin war das.
Da unten könnte der Geheimraum sein, vielleicht? Nope. Gut, dann lass uns jetzt weitermachen und Batterien sammeln, nicht wahr? Und dann könnten wir sogar auf den Dreierwürfelraum und dort dann, also auf den Dreierwürfelraum und vielleicht hoffen, dass hier noch aus diesen Münzen oder sonst was eine Batterie wird, nicht wahr? Ja, genau. Emperor hat es schon mitgenommen. Hey, wir kriegen jetzt Items. Okay, sehr schön. Das erste Item ist zwar nicht so besonders, aber es ist etwas. So, nochmal zurückgehen. Fuck, man, wir sind schon bei 40 Minuten. Diese Ice, also diese Revelation Runs sind ziemlich lang. Bam, baradam, bam, baram, bam. Ich mag die Musik. So. Ja, damit. Wir hatten doch noch auch... Hatten wir nicht hier noch Batterien? Nein, ne? Fuck, man, wo hatten wir noch Batterien? Ich könnte natürlich diese Dinger hier... Ich könnte Leben opfern und hoffen, dass da Batterien drin sind. Oder wir kriegen jetzt einfach zwei wundervolle Items. Oh, 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 ich leuchte, okay. Mm-hmm. Das ist also so wie die Kidney Stones, nur schießt man so Monstrous Lunge mäßig. Nee, das sind beschissene Items. Und ich habe leider keine Batterien mehr. Fuck. Ich riskier's. Ich guck da, ob da Batterien drin sind. Let's go, Mann. Aber dann muss ich mich echt um mein Leben kümmern. Okay, das sind so ein paar. Das sind ein paar Batterien. Scheiße, ich wollte eigentlich die da aufheben, die da oben gespawnt ist. Okay, an eine kommen wir auf jeden Fall ran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und flups. Könnten wir vielleicht jetzt mal gute Items bekommen? Das wäre echt cool. Genau, da, der Dreierwürfelraum. Den müssen wir dann hoffen. So, genau, da kommen wir noch ran. Perfekt. Und zur Not könnten wir nochmal den anderen Sack da öffnen. Vielleicht kriegen wir sogar diesen Raum da oben auf. Vielleicht sind da Bomben drin, wer weiß. So. Und Storm, okay. Stompy gibt auch Leben dazu. Nehme ich mal mit, auch wenn es Speeddown macht. 40, heilige Scheiße. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Wir können stompen. Das ist schon ganz gut. Blausteine und sowas könnten wir alle aufmachen, ohne dass wir Bomben benötigen. Es wäre cool, wenn man noch über Stacheln laufen könnte. Okay, pass auf, ich mache jetzt einmal kurz das hier auf. Okay, wir kriegen so eine Batterie. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah ja, hier, guck mal, was kaputt machen. Genau, wenn wir schon die Fähigkeit haben, dann sollten wir sie auch einsetzen. Leider keine Bombe bekommen. Im Shop war auch keine Bombe, oder war da eine Bombe? Und ich glaube, im Shop war eine Bombe. Aber das ist jetzt unser vorletzter Reroll. Ziemlich anstrengend, ich weiß, aber wir wollen doch alle coole Items, oder? Das ist nicht cool. Das ist definitiv nicht cool. So. Und außerdem sparen wir gleich Zeit, wenn wir eine Emperor-Karte einsetzen. Aber ich habe das Gefühl, dass es noch nicht ganz fertig ist, ne? Es hat nicht so viel zu bieten wie Antibirth. Es hat nicht so viel zu bieten wie Antibirth, oder? So, lass mich mal ganz kurz da oben hingehen und checken, ob da im Shop jetzt was drin gewesen ist. Wir haben jetzt zwar diese Eisebenen, aber... Was noch? Irgendwie fehlt da was, nicht wahr? High Priest, hey. Wir haben leider keine Bomben. Das ist eine Holy Card. Ah ja, die macht Schutz. Genau, das war's. Und hier ist aber noch eine Batterie. Verdammt. Verdammt, hier ist noch eine Batterie. Okay. Go, 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 kleines Baby. Und lass uns jetzt noch einmal re-rollen. Ich könnte High Priest einsetzen, um da reinzukommen. Moment mal. Und ich habe ja neun Leben, ne? Scheiß drauf. Boom, ist offen. Und ich lebe sogar noch. Hey! Na super, jetzt brauche ich noch eine Batterie. Noch eine Bombe, um hier reinzukommen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel Leben dazu bekommen. Es hat sich gelohnt. Definitiv hätte ich fast gesagt, aber ich habe es nicht getan. So. Zack, 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 zack. Komische Statuen mit komischen Augen. Und hier haben wir das. Hui, hat sich das gelohnt. Uiuiuiuiuiuiuiui. Na gut, verpieseln wir uns. Kein Bock mehr. Wir haben im Shop noch eine Batterie, aber weißt du was? Nope, nehme ich nicht mit. Kein Bock. Ich ändere kurz mein Aussehen. Ja, sieht geiler aus. Nein, sieht gar nicht geiler aus. Wo ist mein Halo? Ich will mein Halo wieder haben. Da ist er. Und wo ist mein Pyjama jetzt? Fuck, jetzt friere ich. Okay, ich bin gespannt, wie viel Leben wir haben. Habe ich ziemlich cool gespielt, oder? Einfach mal High Priest auf einen selber eingesetzt. Boom. Und aufgemacht. Boah. Muss ich Jan heute erzählen? Das war krass. Let's go. Was haben wir hier unten? Kackhäufchen. Okay, let's go. Ab in die nächste Ebene und dann eine Wombe-Ebene überspringen und hoffentlich trotzdem unter 50 Minuten bleiben. Fuck, man. Let's go. Depths 2. Was haben wir alles? Plop, 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 plop. Mhm. Ein paar Münzen nehmen wir mit, denn einen Shop haben wir noch. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass da ein Super-Greed auf uns warten wird. Was nicht so töfte wäre. Oh Gott.
Oh Gott, ist das komisch mit diesem Item. Ich mag es nicht, dass man da unterbrochen wird. Weißt du, man hat nicht so die Kontrolle darüber. So, was haben wir hier drin? Oh ja, das wird sowas von gemacht. Oh, Plan C. Okay, heben wir einmal auf und... Autsch. Okay, okay, okay. Man kann nicht mal die Richtung wechseln, wenn man da schießt. Aha. Das ist ja Bullshit. Man kann nicht mal die Richtung wechseln. So, einmal kurz aufheben, damit es verschwindet und... Man könnte es auch einsetzen. Aber ich weiß nicht, wie die... Ich glaube, die Todesanimation wäre zu lang von diesen Typen. So... Ich glaube, die Todesanimation wäre echt viel zu lang und wir würden sterben, aber er würde immer noch überleben. Das ist das Blöde an Plan C. So, komm schon. Yes! Okay. Wer ist der Nächste? Ich bin bereit, Mann. Es macht doch gar nicht mal so viel mehr Damage, ne? Hm. Komisches Item. Sehr komisches Item. So. Plan C können wir aber gleich rerollen und etwas anderes Feines bekommen. Hoffentlich. Vielleicht sind das auch 48-Hour-Energy-Pillen. Gulp und Verb. Okay, und ich spucke Gift. Anscheinend durch das Spinnen-Item. Kann ich mir gut vorstellen, wenn ich jetzt Pillen einsetze. Aha. Das ist ja interessant. Jetzt habe ich auch irgendwas eingesogen. Scheiße. So, einmal sprengen. Moment, wieso sprengen? Ich habe doch... Ah, Idiot. So, her damit. Goldenes Herzchen, schwarzes Herzchen. Ja, würden wir jetzt Sarah spielen. Ja, sehr schön. Das aktiviert tatsächlich Gift. Hat es also doch mehr Effekte. Sehr cool. Finde ich cool, wenn Items mehrere Effekte haben. Kleine Effekte. Aus denen man was Großes machen kann. Eventuell. Wahrscheinlich. So, komm schon. Bitte. Danke. So, ein paar Bomben bekommen. Und wir können rerollen. Let's go. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja. Genau. Schnappen wir uns das hier. Rerollen. Tiny Planet. Ich nehm's mit. Ich nehm's mit. Ich nehm fucking Tiny Planet mit. Keine Ahnung wieso, aber ich will's mitnehmen. Und jetzt bereue ich es. Scheiße, was habe ich getan? Oh nein, diese Dinger fliegen jetzt auch. Aber hey, der Laser schießt ganz cool. Das ist schon mal cool. So. Tiny Planet zusammen mit Loki Sons funktioniert auch nicht wirklich. Na, außer wir... Ich glaube, wir schießen mehr Tränen. Sehr schön, sehr schön. Ach, diese blöden Pilze, die jetzt hier rauskommen. Nicht mal da ist man jetzt sicher. Moment mal, haben die schon immer Kontakt-Damage gemacht? Kommt mir gar nicht so vor. So, da hat uns die Maske gerade ein bisschen gerettet. Oh boy, okay, gut. Ich habe mein Spin-Item auf jeden Fall zerstört und ich kann damit gar nicht mehr treffen. Wegen Tiny Planet, okay, cool. So. Oh Gott. Was haben wir hier drin? Es sind ganz viele coole Items. Ja. Das haben wir. Setze ich, glaube ich, gleich ein, einfach um schnell dahin zu kommen. Ja, setzen wir ein. Let's go. Aha, PhD. PhD ist schon ganz cool, aber wir haben schon sehr viele Pillen gehabt und die sind alle so meh. Deswegen scheiße ich drauf und scheiße auch da drauf. So, wir scheißen auf alles hier. Sehr schön. Ah, Geheimraum, versteckt er sich hier? Yes. Okay, der ist schon mal hier. Das heißt, er kann nicht im Shop sein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Na komm schon, trefft ihn. Komm schon, das letzte Guppy-Item, das wäre super. Dann könnte ich hier überall hinfliegen und so einen Scheiß. Und könnte auch die Gegner schneller töten. Okay. Wo ist der Shoppy-Doppy? So, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Gleich stehen bleiben, jetzt stehen bleiben. Yes! Gleich, yes. Okay, endlich ist er tot. Hier ist noch eine Batterie. Jupp, klären wir erstmal einen Raum. Kümmern wir uns dann drum. Oh, wow, wie viel hält denn der aus? So, dankeschön. Okay, let's go. Nochmal reroll im Itemraum. So mysteriös und geheimnisvoll die Musik. Und was kriegen wir? Wir kriegen Gifttränen. Nehme ich mit. Common, Cold, Poison, Damage. Ist gut, nehmen wir mit. Auch wenn es nur manchmal ploppt, ne? Ist nicht so gut jetzt. Aber egal, ich nehme es mit. So, Gifttränen sollte man definitiv nicht unterschätzen. Ach, definitiv schon wieder, verdammt. So. Du solltest definitiv die Klappe halten, Mann. Okay, noch eine Münze. Oh, ich muss niesen. So, was haben wir im Shop? Wir haben definitiv... Das ist kein Shit. Also, was ist los? Das ist einfach jetzt mit dieser Aufnahme gestartet. Okay, okay, okay. Ja, hier haben wir das hier. Ich könnte es mal rerollen, vielleicht etwas Cooles bekommen. Gott, dankeschön. Was ist das hier für eine Pille? Infested. Nee, das brauche ich alles nicht.
Ich hoffe nur, dass wir jetzt eine Aufladung bekommen, damit wir gleich im Devil Deal rerollen können. Das wird ziemlich nicer, dicer. Sehr gut. Boah, fliegen die Tränen richtig scheiße. Das ist schon mal keine gute Kombo. Das Spinnen-Item da und Tiny Planet. Hey, wir experimentieren mit den Items, okay? Wir experimentieren. Jetzt würde ich aber gerne eine Batterie haben. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm, damit wir im Devil Deal rerollen können. Und wir könnten sogar auch das hier mal kurz machen. Vielleicht hat sich ja noch etwas Besonderes hier versteckt. Irgendwo, aber sieht nicht so aus. Ah, sehr schön. Der Laser. Vergiftet er auch? Der Laser? Ja, ja, der vergiftet auch. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Der Laser vergiftet auch. Ja. Ich öffne einfach alle, weil ich zu viele Schlüssel habe. Und jetzt habe ich auch zu viele Bomben. Verdammt. Ich habe schon ganz vergessen, was in diesem Run passiert ist, wie ich dieses Ding da nicht öffnen konnte. Oh. Verdammt nochmal. Okay, let's go. Machen wir Mama fertig. Ja, weil wir ein bisschen stehen bleiben hier. Ja, vielleicht ein bisschen weiter weg von der Tür, bevor die Tür uns erwischt. Autsch, ich dachte, wir stehen richtig und die trifft uns nicht. Ja, läuft doch ganz gut hier, läuft doch ganz gut. Ja, nice. Blub, 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 blub. Und wir kriegen keinen Deal, das ist ja ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen sehr traurig. Okay, 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 okay. Dann setzen wir jetzt Emperor ein und verpieseln uns. Aber erst nachdem wir hier reingeguckt haben. Hallo. Oh. Oh. Okay, gut, dann verpieseln wir uns jetzt. Stopp. Emperor, 100%ige Devil Deal Chance. Let's go. Ich will noch mehr Schneeformen sehen vom Bossmann. Auf dieser besonderen Ebene. Super lustig. Bis jetzt haben wir nur zwei neue gesehen. Monsnow und den anderen. Monsnow und den anderen. Okay, wir haben den Polaroid-Effekt jetzt. Das ist auch sehr schön. Na komm rein hier. In den Kugelhagel des Todes auf Doom. Das ist sogar noch besser, wenn er das hier macht. Das Pferdchen, nope, das nehmen wir nicht mit. Wir haben Hor auf Dingsbums Kirchenblon. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ha, ich habe auf jeden Fall gesagt und nicht definitiv. So. Oh, jetzt ist natürlich... Okay, da müssen wir uns jetzt erstmal kurz... Warte, nochmal töten, um reinzukommen. Mhm, mhm, mhm. Guten Tag. Und Brimstone. Ja, da sage ich jetzt... nicht nein zu. Sehr schön. Da sage ich jetzt nicht nein zu. Tiny Planet und Brimstone hatte ich lange nicht mehr. Sehr schön. Weiter geht's. Ab in die nächste Ebene. Und alles destroyen. So, wie ist das jetzt mit diesem... Warte mal. Okay, das funktioniert also immer noch, wenn man Brimstone hat. Aha, das ist ja merkwürdig. Sehr schön, so ein kleiner grüner Brimstone. Das sieht hübsch aus, aber wir machen immer noch sehr wenig Damage. Aber manchmal kriegen wir einen doppelten Brimstone, wie es aussieht. Dank der Bookworm-Transformation. Ja, Mann. Cricket's Head. Gib mir Cricket's Head. Bob's Brain nehme ich mit. Jede Hilfe ist gerade besonders. Wobei, eigentlich ist Bob's Brain jetzt eine ziemlich dumme Idee. Aber egal. Wow, habt ihr das gesehen? Wow, wieso sieht das jetzt so aus? Wieso? Wieso sah das gerade so aus, wie es aussah? Okay, Bob nervt mich jetzt schon. Egal. Geben wir Bob eine Chance. Er hat sie verdient. Wieso sah das gerade so aus? Was habe ich da gemacht? Okay. Kann mir jemand sagen, wieso es so aussah, Mann? Scheiße. Temperance, jupp. Einmal sprengen. Okay, leider nur Münzen bekommen, nichts anderes. Wieso schießen wir manchmal? Moment mal, was haben wir? Wir haben Loki's Horns. Wegen Loki's Horns, genau. Wegen Loki's Horns. Ja, ja, ja. Tut mir leid, tut mir leid. Na, okay, was haben wir hier? Berkano noch. Hm, das wäre jetzt ein bisschen traurig, das zu verschwenden. Diese Batterien, obwohl wir nur noch eine Aufladung brauchen. Hallo? Oh oh. Ja. Okay, noch eine Batterie. Meine Güte, das Spiel zwingt uns ja hier ständig zurückzugehen und zu sprengen. Zu rerollen. Hoffentlich kriegen wir es direkt was Gutes. Ja, das ist gut. Spinnen sind gut. Spinnen sind sehr gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ganz schön stark werden. Denn wir haben wenig Leben und machen nicht so viel Damage. Das sind alles so Dinge, die nicht gut sind. Nein, die sind echt nicht gut. Wir müssen jetzt mehr Luck haben, dann können wir diese Loki's Horns öfters schießen. Ja, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Superschön. Okay, puh, da hat uns wieder die Maske ein bisschen gerettet, weil das Ausweichen da ein bisschen schwer war. Oh, und endlich Schlüssel haben wir schon. Na komm, wo ist Cricket? Wo ist der kleine abgetrennte Katzenkopf, wo ist der? Hatten wir auch lange nicht mehr. Ja, guck dich die Spinnen an. Jetzt Hive Mind haben, was?
Jetzt Hive Mind haben. Was ist das hier? Nehme ich mit. Tears down. Super. Nein, ist nicht gut. Scheiße, hätte ich jetzt PhD, was? Hättest du jetzt PhD, Holly. Oh, du Drecksack. Da hat er uns das einzige blaue Herzchen jetzt genommen. Das hat aber gut Damage gemacht. Das ist aber ganz schön verwirrend und ich sehe gar nichts mehr. Scheiße. Okay, Bob, flieg mal. Flieg, Bob. Oh Gott. Das war ganz schön knapp. Devil Deal bekommen. Sehr gut. Und Sensen. Mach ein bisschen Damage dazu, ne? Nehmen wir mit. Auch wenn es auch wieder hier Tears down macht. Egal. Gut, wir haben nicht mehr... Wir haben nicht mehr so viel Leben. Es könnte vielleicht eventuell ein bisschen knapp werden, aber... Wir geben uns Mühe. Auf der Kathedralenebene gibt es meistens blaue Herzchen. Ich glaube, das sage ich jedes Mal. Dann bekomme ich nie welche. Okay. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh, wow. Sensen zusammen mit dem Item sind gut. Notiert euch das, notiert euch das. Sensen mit dem Spinnen-Item sind gut. Hab den Namen jetzt von dem Item vergessen. Okay, nehmen wir mit. Könnten Luck-Up-Münzen sein. Oh, oh, wir haben wieder Sensen bereit. Yes! Geil. Oh. Gott, Bob Sprain, du machst mir richtig Panik. Du machst mir richtig Panik. Wenn wir jetzt nicht noch mehr Leben finden, wirst du, glaube ich, der Grund sein, warum wir diesen Run nicht schaffen. Und dann bin ich super fiese mad. Vielleicht finden wir aber noch Pyromaniac. In der Chest-Ebene. Oh, hier ist der Boss schon. Okay. Oh, hallo. Sehr gut, stirb am Gift. Aha, Gott sei Dank. Noch ein blaues Herzchen. Hey, und noch ein Item, das wir einfach mal kurz rerollen können. Schön, schön, schön. Lock up. Nein, okay. Nein, das ist der D-Infinity. Das macht Leben dazu. Sollte ich mitnehmen, oder? Ich sollte es mitnehmen. So, let's go. Wir haben noch Berkano. Das setze ich ein, einfach damit der Boss schnell in die zweite Form kommt, weil er ist sonst ein ziemlich fieser Kerl. Ein ziemlich fieser Kerl. Hey, Bob, wohin fliegst du zum Teufel? Okay. Autsch, okay. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Wir haben gar nicht mal so viel Leben dazu bekommen, ne? Die Schleife macht nur ein Herzchen. Wahrscheinlich ein blaues und ein rotes, nicht wahr? Ah, Mist. So. Und go. Yes, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Na, Bob, hättest du ihn jetzt getroffen, wäre schon längst tot. Aber danke für deine Mithilfe. So, let's go. Gibt es neue Items? Spoonbender jetzt? Irgendwas anderes Cooles? Aha. Oh, hallo. Langweilig. Okay. Dann lass uns mal unseren Würfel aufladen und rerollen. Noch nicht aufgeben hier. Wir kriegen auch noch ein paar Knochen drin. Okay, cool, nehme ich mit. Cool, cool. Sag ich jetzt nicht nein zu. So. Okay, ich glaube, die Pille hatten wir auch, oder nicht? Schauen wir gleich mal. Vielleicht könnte es diesmal eine 48-Hour-Energy-Pille sein. Das wäre super nice. Bomben. Jawohl, jawohl, jawohl. Immer schön hoffen, dass man den Tiny Planet, ich meinte Loki's Horns-Effekt bekommt. Und dann ein bisschen mit dem Gegner kuscheln. Das macht ordentlich Damage. So. Ja, von mir aus, wenn es sein muss. Oh mein Gott, was sind das denn für... Ach du Scheiße. Der Raum war aber ziemlich bunt. Okay. Aber wir haben es überlebt. Einfach draufschießen. Der Panzer. Nee, der bringt nichts mit unseren Items. Das macht ein bisschen Damage dazu, nehme ich. Aber wir kriegen kein Damage dazu. Was? Hä? Okay, Tears up, immerhin. Aber wieso haben wir kein Damage dazu bekommen? Das war ein Damager. Das Item, da muss ich sagen, da bin ich immer noch ein Retard, weil ich immer denke, es macht Damage dazu, aber das ist ja nur die eine Gesichtshälfte. Ah, ich bin so ein Retard. Okay, 59 Minuten. Hey, die Folge wird wieder eine Stunde lang. Hey, alle freuen sich, nicht wahr? Alle freuen sich. So. Flups. Okay. Nicer, dicer. Hopp, 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 hopp. Aufpassen. Ich würde gerne... Ach so, nee. Ich dachte, hier ist der Typ, der 9 Leben droppt. Weißt du nochmal? Dann können wir nochmal 9 Leben bekommen. Das wäre cool. So, bleiben wir mal stehen. Dann können die Laser ihn töten. Nice. Was sind das für Mistviecher? Moment mal, die kann man nicht töten und die fliegen dann mit dem Gegner mit? Coole Idee. Aber sind gemein. Die Idee ist cool,
Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit gegen sowas kämpfen will. Oder öfters. So, whoops, ho. Friendly Fire, Heartburn. Was? Und was ist das? Sieht aus dem Space an. Wollte ich sagen, Hyper Dice, Special Rerolls. Was zum Teufel macht das? Es passiert nichts. Kann ich Gegner rerollen? Special Rerolls. Oh, kann ich damit nur Special Items rerollen? Moment mal. Kann ich das rerollen? Was zum Teufel? Was macht das? Was macht dieser Würfelmann? Und wieso hat er so viele Aufladungen? Und wieso passiert nichts? Fragen über Fragen. Und wieso habe ich nur noch ein Leben? Special Items werden wahrscheinlich damit nur gerollt. Okay, das war Verschwendung jetzt, aber... Okay, weg damit. Ist diese Ebene irgendwie größer als sonst? Der hat ja einen süßen Mund gehabt. Ja, dieses Ding macht bestimmt etwas. Hey, Bob Sprain, danke schön übrigens, ne? Danke für nichts, Bob Sprain. Okay. Dankeschön für nichts, Bob Sprain. Echt toll. Aber du hast mich mitgenommen. So, das wird jetzt ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Es könnte sein, dass wir sterben. Aber ich will natürlich den Run jetzt nicht beenden mit einem Tor. Oh. Wo ist der andere hin? Oder waren das alle? Es waren alle. Okay. Was reroll ich damit? Special Items. Special Rerolls. Was kann ich rerollen? Was kann ich rerollen damit? Oh, ich drehe durch. Was kann ich damit rerollen? Okay, komm. Ja, sehr schön. Vergift ihn mal ein bisschen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Beinarbeit zeigen. Zack. Ab in die nächste Form mit dir. Ah, wir haben leider nicht so viel Speed-Up. Das macht das Ganze ein bisschen problematischer. Möchte ich schon fast sagen. Fast hätte uns die Fliege erwischt. Okay, hallo, guten Tag. Willst du kuscheln mit mir? Special Reroll. Oh! Man kann Bosse rerollen. Oh! Und der Sound war cool. Habt ihr das gehört? Dieses... Geil! Okay, gut. Wir müssen unbedingt im nächsten Run ein bisschen herumexperimentieren. Unbedingt, Mann. Scheiße. Was befindet sich auf der Haschebene? Diesmal sparen wir Bomben. Wer spawnt mit einer Bombe? Und die behalten wir die ganze Zeit. Gibt's einen Charakter, der mit einer Bombe spawnt? Kane? Nein. Kane spawnt mit einem Schlüssel, glaube ich. Judas? Huh. Vielen Dank fürs Zusehen. Es tut mir leid, dass wir den Schlüssel leider nicht, den Spiegelraum nicht geentert haben. Aber naja, morgen geht's weiter. Und ich hoffe, die hauen demnächst auch Chapter 2 raus, Mann. Ich will noch mehr Content. Noch mehr Content. Mit Anti-Buff kannst du immer noch nicht mithalten. Bis jetzt. Aber vielleicht übersehe ich auch etwas Krasses. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Harley.